Ich erinnere mich noch an die 7., 8. Klasse, an meine ersten 2 Jahre Spanisch, wo ich teilweise abends einfach nur so verzweifelt hier in meinem Zimmer saß und nicht weiter wusste, weil ich die ganzen Vergangenheitszeitform einfach nicht verstanden habe. Ich hatte mir damals tatsächlich eigentlich vorgenommen, auf gar keinen Fall Spanisch in der Oberstufe weiterzumachen. Und was habe ich jetzt gemacht? Für meine mündliche Abiturprüfung das Fach Spanisch gewählt. Wie die mündliche Prüfung aufgebaut war, warum ich jetzt Spanisch genommen habe, wie ich mich dafür entschieden habe und wie ich für meine Prüfung gelernt habe, erzähle ich euch heute. Hi, ich bin Lara. Ich habe dieses Jahr mein Abitur geschrieben. Ich hatte im ersten Block in den Qualifikationsphasen einen Durchschnitt von 0,8. Ich hoffe, dass ich das so in der Art halten kann für mein Abi. Werden wir aber gucken. Wenn es nicht ist, ist auch nicht so schlimm. Und auf meinem Kanal geht es genau um diese Themen, also Schule, Lernen, Produktivität und Organisation. Und dieses Jahr habe ich besonders bei meinem Abitur mitgenommen, weil ich das ja jetzt absolviert habe. Ein komplettes Video zu meinen schriftlichen Prüfungen gibt es auch schon. Ich ging da rein in diese Klausur, sah die beiden Texte und war so, ich weiß nicht so ganz genau. Ja, und dann kam Mathe. Und Mathe hat, glaube ich, uns alle einfach so vom Hocker gehauen. Schon da habe ich euch genau erklärt, was daran kam und wie ich gelernt habe. Und heute passiert das Gleiche für meine mündliche Prüfung. Ich erzähle erstmal ein bisschen was generell zu Spanisch. Falls euch das nicht interessiert oder ihr nur über die generelle Prüfung was hören wollt, könnt ihr einfach unten gucken. Da habe ich euch die Zeiten hingeschrieben und dann könnt ihr einfach davor skippen. Aber ich glaube, dass es sehr interessant sein kann, weil was ich jetzt erzähle, für alle, die in der Oberstufe was Neues wählen müssen, auch sehr relevant sein kann. Genau. Und zwar fand ich nämlich, dass das Fach Spanisch in der Oberstufe ganz anders als in der Mittelstufe war. Denn ich hatte es in der Mittelstufe, da war ich auch okay drin. Also ich hatte teilweise auch in den Tests mal eine 3, was voll okay und voll gut ist eigentlich. Aber für mich, die immer eine 1er-Schülerin war, war das doch eigentlich eher ein Fach, was ich nicht unbedingt weitermachen wollen würde. Weitergemacht hätte. Die deutsche Sprache ist auch schwierig. Aber ich hatte auf dem Zeugnis immer eine 1 oder eine 2. Also es war schon immer sehr gut und deswegen habe ich dann entschieden, dass ich Spanisch auch weitermache, weil vor allem war für mich der Grund, dass ich Spanisch einfach auch zukunftsrelevant fand oder für mich wichtiger und sinnvoller empfand als andere Fächer. Und deswegen habe ich dann für die Oberstufe Spanisch gewählt, obwohl ich mir dachte, dass es eher ein Kompromiss ist oder eher eine Sache ist, die man Schritt runterziehen wird. Ich jetzt aber trotzdem gerne machen würde, weil es dann noch irgendwie sinnreicher war, eine Sprache weiterzumachen. Denn ich glaube, dass Sprachunterricht in der Schule einfach mega eine gute Alternative oder ein mega guter Weg ist, eine Sprache zu lernen. Und ich auch der Meinung bin, dass man einen Sprachkurs nie wieder so einfach und so günstig dann bekommt wie in der Schule. Weswegen ich auf jeden Fall Spanisch weitermachen wollte. Mir war aber auch bewusst, dass es meinen Schnitt runterziehen würde. Deswegen war das, wie gesagt, so eine Art Kompromiss. Das Witzige hierbei war, dass ich einfach in jeder Qualifikationsphase, also Semester, in jedem Halbjahr, hatte ich 15 Punkte, also eine 1 plus in Spanisch. Und auch in den Klausuren später. Aber bei uns war das so, dass wir die ersten 2 Semester hatten wir vorgegebene Klausuren. Das heißt, wir mussten in den Fächern, die uns vorgegeben wurden, Klausuren schreiben. Und in einigen Fächern mussten wir keine Klausuren schreiben, sowie auch in Spanisch. Als es dann zu der Wahl der Abiturfächer kam, war Spanisch gar nicht mal so in meinem Kopf, obwohl mein Lehrer immer zu mir meinte, ich soll es machen, weil ich auch immer ganz gut in Spanisch war. Ich war aber nicht so ein mega Fan davon, Spanisch im Abi zu wählen, weil ich mir schon dachte, dass es sehr anspruchsvoll ist, weil hallo, eine ganze Sprache nochmal neu zu lernen. Und die in der mündlichen Prüfung auch gerade zu sprechen, ist halt wirklich nochmal kompliziert oder anspruchsvoll auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich erst Wirtschaft wählen, aber das Ding war, dass ich Wirtschaft auf Englisch habe. Also ich habe das bilingual, das heißt bei uns auch Economics bzw. Business Studies. Und dieses Fach gibt es halt nicht im Abitur bei uns und das ist nicht zugelassen. Und deswegen konnte ich in Economics keine Prüfung im Abitur absolvieren. Habe ich ein bisschen rumüberlegt, was ich da nehme. Und mein Lehrer hat mich dann noch überzeugt, Spanisch zu wählen, weil er meinte, dass ich da bestimmt schaffe, eine gute Note zu erreichen. Dann habe ich das gewählt und hatte dann noch meine ersten 2 Klausuren in Spanisch in Q3 und in Q4 und hatte auch in beiden Klausuren 15 Punkte, was eine Überraschung für mich war, weil ich hatte wirklich Angst, denn ich weiß noch, dass wir ein paar Wochen vor der Klausur auch so eine schriftliche Ausarbeitung machen mussten und das war meine schlechteste Note überhaupt. Ich glaube, ich hatte da 9 Punkte. Und ich war da nur so, ey Mist, ich habe da jetzt 9 Punkte und ich mache in ein paar Wochen diese Klausur, wo es genau um sowas geht. Und da habe ich mich richtig gut vorbereitet und gelernt und ich war an sich ja auch nicht wirklich schlecht. Es war einfach nur eine blöde Aufgabe da. Und ich hatte dann in beiden Klausuren 15 Punkte, was wirklich richtig cool war und es hat mir auch voll den Motivationsschub gegeben, dann das wirklich im Abi
weiterhin zu verfolgen und dran zu bleiben und so. Kommen wir jetzt zu meiner Vorbereitung. Ich muss sagen, ich habe für Spanisch somit am meisten gemacht von meinen Abiturfächern, wenn nicht sogar das meiste. Das liegt aber vor allem daran, dass es eine Sprache ist und man die einfach konstant verwenden muss, damit man sie nicht verliert. Weil ich dachte mir, es kann nicht sein, dass ich 18 Jahre meines Lebens nie Spanisch spreche oder nie 20 Minuten wieder in die Prüfung später sein wird und es dann das erste Mal in der Prüfung mache. Deswegen habe ich schon ein halbes Jahr ungefähr vor, ich habe so im Winter angefangen, jede Woche eine Prüfungssimulation zu machen. Das klingt total viel, es ist noch nicht mal so viel, es war immer eine Stunde in der Woche, also echt nicht so viel. Und habe dann einfach angefangen, jede Woche mal für eine halbe Stunde, eine Stunde lang auf Spanisch zu reden und das Ganze zu üben. Die aktive Lernphase hat dann aber nur ein paar Tage vor meiner Prüfung begonnen. Also ich hatte am Dienstag meine Prüfung, habe am Donnerstag angefangen mit dem Lernen, also es war wirklich nicht so viel. Und ich muss sagen, dass ich mit meinen anderen Abi-Fächer echt wenig gelernt habe. Das könnt ihr alles nochmal in diesem Video hier sehen. Da habe ich deutlich weniger gemacht als jetzt für Spanisch, wo ich halt konstant jede Woche ein bisschen was gemacht habe. Ich habe da, wie gesagt, auch nicht viel gemacht, halt immer nur eine Stunde in der Woche, um da drin zu bleiben in der Sprache. Weil man muss die Sprache einfach verwenden und benutzen, damit man sie nicht verliert. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gleiche nicht für Englisch gemacht, weil Englisch ist eine Sprache, die ich seitdem ich geboren bin, immer benutze und auch in meinem Alltag öfter benutze und ich da schon mehrere Klausuren geschrieben habe. Bei Spanisch ist es einfach nur so, ich spreche halt in meinem Alltag nie Spanisch. Deswegen war mir das ganz wichtig, das einfach mal zu benutzen, ein halbes Jahr vorher, um da einfach schon drin zu sein. Genau, als ich am Donnerstag angefangen habe, war meine Vorbereitung hauptsächlich so, dass ich mir Mindmaps gemacht habe mit den ganzen Themen, um den Inhalt einfach zu verknüpfen und zu gucken, wie ist der Inhalt generell aufgebaut, was gibt es so, oder habe dann die Mindmaps mir selbst vorgestellt und selbst angehört, diese Vorstellung nochmal, damit ich den Inhalt kann und vor allem auch über diese Themen sprechen kann. Des Weiteren habe ich immer diese Prüfungssimulation gemacht und diese Prüfung einfach nochmal genauso simuliert und versucht so zu machen und ganz viele Vokabelsets erstellt und gelernt. Unter anderem auch so useful phrases auswendig gelernt. Ich muss dazu auch ganz klar sagen, dass sich Spanisch von anderen Prüfungen unterscheidet, weil es mir eine Sprachprüfung war und keine Inhaltsprüfung. Das meinte mein Lehrer auch vorher zu mir, dass ich mir keine Sorgen machen muss wegen des Inhalts, weil hier auf die Sprache geguckt wird und nicht auf den Inhalt. Das wäre ja auch unfair gewesen, hätte ich genauso viel leisten müssen wie im Geschichtskurs, jetzt hier im Spanischkurs, denn ich habe ja nicht ohne Grund nicht Geschichte gewählt. Wir hatten nämlich auch einige Themen, die sich überschnitten haben mit Geschichte. Also ich hatte ja Geschichte und Spanisch und einige Themen waren dann wirklich sehr gleich. Also gerade Kalter Krieg und Kuba-Krise oder Entdeckung Amerikas, die indigenen Völker oder so, das hatten wir alles auch in Spanisch. Aber hätte ich das mit dieser Tiefe machen müssen wie im Geschichtsabi, wäre das ja auch wirklich unfair gewesen. Deswegen fand ich auch die Fragen, die dann gefragt wurden und die Quelle, die ich hatte, auch wirklich fair, die waren einfach. Natürlich musste man was wissen, man musste was sagen können zu dem Thema. Und es ist auch da hilfreich, Wissen zu haben in Geschichte und Politik. Aber es war schon fair, dass man nicht extrem viel wissen musste und der Fokus vor allem auf der Sprache war, was ja auch der Sinn von der Spanisch-Sprachprüfung war. Ich hatte an dem Abend vor meiner Prüfung am Montag nochmal eine Prüfungssimulation gemacht und bin nochmal, ja, einfach diese Prüfung durchgegangen. Also ich erzähle euch noch, wie die Prüfung aufgebaut ist, aber es gibt da, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, einen Präsentationsteil, wo man 10 Minuten etwas präsentieren muss und ich habe das gemacht und ich hatte 4 Minuten am Abend zuvor und also statt 10 Minuten, weil mir nichts mehr zu dem Thema eingefallen ist, was ich dann da bearbeitet habe. Und deswegen hatte ich mega Angst, dass mir das auch in der Prüfung passieren würde. Ich bin einfach mit so einem schlechten Gefühl ins Bett gegangen und war die ganze Zeit so, ey, das wird so schlecht, ich kann nur 4 Minuten reden, mir fällt nichts mehr ein. Und ich hatte mega Angst, deswegen ich auch meinen Freund angerufen habe und mein Freund meinte dann zu mir, hey, soll ich morgen mitkommen und dich da unterstützen? Und da meinte ich, ja. Und dann haben wir ihn am nächsten Tag abgeholt, dass er mit meiner Mutter zusammen dann draußen warten konnte und mich ein bisschen mental unterstützt. Mir ist auch immer ganz wichtig, bei der Prüfung früh da zu sein, dass ich dann tatsächlich auch mich nochmal einfach, ja, mental darauf vorbereiten kann und eine Stunde schon da bin und dann mich einfach nur so visualisiere, wie ich da sitze und auch weiß, dass ich nicht zu spät komme. Das ist mir immer bei jeder Prüfung ganz wichtig gewesen. Ich hatte meine Prüfung leider erst um 15 Uhr. Das fand ich ein bisschen blöd, weil ich dann den ganzen Morgen so aufgeregt war und ich hätte es lieber schon morgens gehabt, aber war dann auch okay. Ich glaube, um 13.30 Uhr war ich dann in der Schule. Da musste ich meine Bücher noch abgeben und saß dann da auf diesen Stühlen vor dem Prüfungsbereich quasi schon 45 Minuten vorher. Also sogar die Person, die noch vor mir dran war, die saß da auch noch. Ich saß noch neben ihr, wir haben uns so kurz unterhalten und
ja, ich war einfach mega aufgeregt, hatte auch wirklich ein bisschen Angst, aber es war okay. Also ich wusste schon, dass es gut wird. Also meine Angst war ja nie, dass ich durchfalle. Es war mir schon klar, dass ich da nicht durchfallen würde, aber ich hatte halt Angst, dass ich nicht meine Erwartungen erfüllen kann. Und dann kam irgendwann mein Prüfer, hat mich reingeholt in den Prüfungsbereich und hat mich dann zu meinem Vorbereitungsraum geführt. Mein Prüfer war ja auch mein Fachlehrer in Spanisch und der ist mein Klassenlehrer. Und mein Klassenlehrer und ich kennen uns seit der 7. Klasse, also seit dem Gymnasium hier in Berlin-Brandenburg. Und wir verstehen uns super. Also wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander, also eine sehr angenehme, comfortable. Und dann meinte er auch direkt zu mir so auf Spanisch so, ja, bist du nervös? Brauchst du nicht? Alles wird gut. Und dann habe ich dann schon so ein bisschen beruhigt. Und dann war ich in diesem Prüfungsraum und ich hatte leider keine Hilfsmittel. Ich dachte irgendwie, ich hätte ein Wörterbuch oder so, aber hatte ich nicht. War okay, ich glaube, in der Zeit hätte man es eh nicht geschafft. Die Prüfung ist nämlich immer so aufgebaut, dass man dann 10 Minuten einen Vortrag hält und dann 10 Minuten noch Fragen gestellt bekommt über das Thema, aber auch über einen anderen Themenbereich noch. Hat 30 Minuten Zeit, sich auf den Vortrag vorzubereiten. Also man hat eine Quelle. Ich hatte jetzt einen Text zum Glück. Ich hatte Angst, dass ich ein Bild bekommen würde. Ich hatte zum Glück einen Text. Dann hat man eine halbe Stunde Zeit, sich auf den Vortrag, der 10 Minuten geht, vorzubereiten. Also dann diesen Text und 3 Aufgaben dazu. Die erste Aufgabe war, den Text zusammenzufassen, briefly, also kurz. Die zweite Aufgabe war inhaltlich, also AFB2. Und die dritte Aufgabe war dann, das Ganze nochmal zu bewerten, also AFB3. Das war so das ganz typische 3 Aufgabenbereiche Struktur halt. Der Text ging um Bidens Migrationspolitik und generell die Politik in den USA und die Differenzen zu Trumps Migrationspolitik. Und dann war ich halt erst so, oh, ich weiß echt nichts über Bidens Migrationspolitik. Aber die zweite Aufgabe war dann auch generell, die Situation an der Grenze zwischen Mexiko und den Staaten zu erklären und zu erläutern. Und das wusste ich sehr gut, deswegen war das auch eine Aufgabe, die mir auf jeden Fall lag. Ich habe mir dann auch schon direkt rechts an mein Blatt so useful phrases aufgeschrieben, dass ich quasi, wenn ich mehr weiter weiß, damit irgendwie wieder einsteigen kann. Das hat mir auch sehr geholfen. Und nach einer halben Stunde hat mich dann der Prüfungsvorsitz, das war auch eine Lehrerin, die hat mich dann in den Raum geführt und da saßen dann schon die 3 Prüfer. Man hat immer einen Prüfer, den Prüfungsvorsitz und dann der Protokollant. Und bei mir auch eine Protokollantin. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mich hinsetzen möchte oder stehen möchte. Ich wollte mich gerne hinsetzen, weil ich auch immer das im Sitzen geübt habe. Ich glaube, das haben alle gemacht. Ich glaube, keiner hat da gestanden, glaube ich persönlich. Und dann musste ich 10 Minuten meinen Vortrag halten und ich hatte schon ein bisschen Angst, weil wie gesagt, am Tag zuvor hatte ich nur 4 Minuten geschafft und ich hatte halt echt Angst, dass ich das jetzt auch nicht schaffe. Und habe ich geredet, angefangen, meine Sachen abarbeitet und irgendwann meinte mein Lehrer so, ja okay, also halt auf Spanisch, ne, ja okay, wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema über und ich war so, oh Mist, habe ich irgendwas falsch gesagt, aber habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesehen, die 10 Minuten waren einfach schon um. Also ich konnte noch nicht mal alles sagen, was ich eigentlich noch überlegt hatte, weil ich so viel schon gesagt habe. Das Gute war, dass ich alle Punkte reingebracht habe, was war wirklich perfekt eigentlich und konnte da die ganze Zeit flüssig reden, ich habe alles reingebracht, ich hätte noch mehr sagen können, es war wirklich gut von der Zeit her. Dann ging es immer generell um das Thema Migration und auch Straßenkinder in Lateinamerika und da wurden noch ein paar persönliche Sachen gefragt, wie zum Beispiel, was ich denn ändern würde, wenn ich die Macht dazu hätte. Und als ich das gehört habe, war ich sofort so, oh, der Prüfer will einen Konditionalsatz von mir. Wenn ihr in Spanisch gefragt werdet, wärst du das und das, was würdest du machen? Ihr müsst sofort wissen, die Lehrer wollen eine konditionale Konstruktion von euch. Deswegen habe ich überlegt, okay, wie forme ich das jetzt ein? Ich habe dann sofort diese konditionale Konstruktion angewendet und ich war sehr froh, dass ich das wusste, dass ich bewusst war, an welchen Stellen die Lehrer welche Grammatik formen wollten und so. Also ich habe das, finde ich persönlich, ohne jetzt anmaßen klingen zu wollen, aber sehr gut alles gehandelt. Ich habe immer flüssig geredet, ich habe sehr komplexe Grammatikformen reingenommen. Ich habe verschiedene Zeitformen genommen. Ich habe versucht, mit Absicht immer Plusquamperfekt reinzunehmen, Subjuntivo reingenommen, Konditional reingenommen und so weiter. Das ist einfach sehr abwechslungsreich, dass man wirklich zeigen kann, auf was für einem Niveau man ist. Ich habe mich ein paar Mal mit den Zeitformen auch verhaspelt, das weiß ich. Aber generell fand ich, war die Prüfung schon echt gut, weil ich immer geredet habe, nie aufgehört habe und immer was sagen konnte und es auch immer sehr flüssig und relativ schnell rausschießen konnte, quasi alles. Also es war wirklich, fand ich auch eine sehr gute Prüfung und die war auch vor allem fair, also alle Fragen waren fair. Die Lehrer waren total nett, also die haben einen guten Eindruck gemacht, denn ich habe oft bei Prüfungen die Angst oder das Gefühl, dass die Lehrer teilweise einen halt immer so angucken, so richtig böse und dann denkt man sich immer schon so, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Und ich mag es, wenn die neutral bleiben oder teilweise auch mal so einen anlächeln oder kurz mal nicken oder sagen so, ja okay, dass man halt weiß,
man hat gerade nicht vollkommen verkackt. Ich weiß, dass man das jetzt nicht darf als Prüfer, dann wirklich zu sagen, so ja, super gemacht oder so. Aber ich finde so dieses Grundlegende, einfach nett gucken, ist dann schon ganz angenehm. Und ich habe mich dann einfach total wohl gefühlt in der Prüfung und er hat mich dann auch deswegen getraut, immer mehr zu reden. Dann musste ich rausgehen und draußen hat dann schon mein Freund und meine Mutter auf mich gewartet. Das war ganz cool. Genau, weil die waren ja dann die ganze Zeit draußen und haben ja mir die Daumen gedrückt. Das war voll angenehm. Ich kann dann raus und meine Mutter hat mich direkt lächeln gesehen und war dann so, ach, die Prüfung war anscheinend ganz gut. Und ich war so, ja, die war gut. Das Thema war nett, die Quellen waren okay, Fragen waren total fair, Situationen, Atmosphäre war angenehm. Es war wirklich eine sehr gute Prüfung, meiner Meinung nach. Nach 10 Minuten durfte ich dann wieder rein, dann hatten die sich besprochen, die Prüfer, und meinten dann, für deine Leistung geben wir dir 15 Punkte. Und ich war so, oh mein Gott, wie geil einfach, weil ich war wirklich überrascht. Also nach der Prüfung war mir schon klar, dass es eine gute Note wird. 15 hat mich auf jeden Fall doch positiv überrascht und ich war vor allem erleichtert, weil ich ja am Abend zuvor wirklich Angst hatte. Also im Großen und Ganzen kann ich euch mitgeben, was mich sehr überrascht hat, war auf jeden Fall die Zeit, denn ich dachte, es ist viel mehr Zeit. Also der Vortrag 10 Minuten ging so schnell vorbei, wirklich niemals waren das 10 Minuten, das war so eine kurze Zeit. Und auch die anderen 10 Minuten, wo dann die Fragerunde war, und ich fand auch die Fragerunde ging mega schnell vorbei, also es war nur Zeit für 5, maximal 6 Fragen oder so und ich dachte irgendwie, dass es viel mehr ist. Und wie immer habe ich das Gefühl, dass ich zu viel gelernt habe teilweise und eigentlich noch viel mehr Wissen gehabt hätte, was ich anbringen hätte können. Also ich meine, ich hatte ja alle 4 Semester gelernt, macht man ja normalerweise so und dann kommen ja nur 2 ran. Deswegen, ja, war das auf jeden Fall wenig Wissen, was ich anbringen musste. Aber das war mir schon bewusst, weil es ja auch eigentlich eine Sprachprüfung ist. Generell würde ich euch auf jeden Fall mitgeben, dass ihr euch nicht so viel Druck macht, dass das alles okay wird, dass man dann doch weniger wissen muss oder andere Dinge wissen muss, man es irgendwie nie so richtig predikten kann, aber das habe ich auch schon in meinem Video zu den schriftlichen Prüfungen gesagt. Außerdem fand ich es sehr interessant, dass die Zeit wirklich so kurz war. Leute, ihr kommt rein, das ist sofort wieder vorbei. Wirklich, die schriftlichen Klausuren waren ja alle so 5 Stunden, dann kommt man da so rein in die mündliche, 20 Minuten, man ist vorbei. Man ist vorbei. Es ist vorbei. Also das war auch eine große Überraschung für mich, genau, was Ungewohntes für mich. Und natürlich, wie immer, würde ich euch empfehlen, prüfungsnah zu lernen und schon zu Hause das Ganze mündlich einfach zu üben und nicht nur schriftlich, dass man schon direkt da drin ist in diesem Vibe quasi. Ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und vergesst auch nicht meine anderen Videos anzugucken. Ich habe schon ganz viel zum Thema Abi und generell Lerntipps und so weiter. Also guckt das gerne an, falls ihr da noch Tipps braucht. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass euch ein bisschen was geholfen hat und ja, hoffe, dass wir uns ganz bald hier wiedersehen. Bis dann. Tschüss.